Diese Woche ist vom 22. bis 24.3. Agrarministerkonferenz in Büsum. Und wir in Bayern und in Sachsen wollen uns am 21. am Tag vor der Agrarministerkonferenz oben in Schleswig-Holstein solidarisch zeigen mit unseren Berufskollegen, mit den Fischern dort oben, und wollen in Bautzen, in Chemnitz und in Grimma eine Schlepperdemo machen. In Sachsen informiert euch da bitte in euren regionalen Orga-Teams und in den WhatsApp-Gruppen. In Bayern haben wir uns entschieden, Mahnfeuer zu machen. Mahnfeuer in Niederbayern, in Ruhrdorf, in Oberfranken, in Viereth und in Unterfranken, in Eichelsee. Und wieso gerade Mahnfeuer oder wieso Schlepperdemos und das gerade im Vorfeld auf dieser Agrarministerkonferenz? Wir wollen euch nochmal wachrütteln, wollen euch nochmal die Themen nochmal nahelegen an diese Termine. Und worum geht's in Büsum? Es geht um den Wolf, es geht um den Schutz der Weidetierhaltung, es geht um den Umbau der Nutztierhaltung. Ohne Nutztierhaltung keine organischen Dünger, keine Stoffkreisläufe. Es geht aber auch um die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, um Extensivierung. Und da sind die Fischer mit dabei. Extensivierung von 30% auf dem Meer, auf dem Acker, auf dem Grünland und im Wald. Und 10% Stilllegung. Das sind die Themen, die da vordergründig mit behandelt werden. Geht natürlich auch noch um Saatgut, um Saatgutschutz und den Nachbau. Aber es gibt sehr viele Themen, die uns maßregeln, die uns gängeln, die uns in unserem Handeln einschränken werden. Und zwar so weit einschränken werden, dass sehr viele Betriebe das Handtuch schmeißen müssen, aufhören müssen, weil sie einfach nicht mehr wirtschaftlich ihren Betrieb führen können. Deswegen machen wir diese Mahnfeuer in Bayern, die Schlepperdemos in Sachsen. Und wer sich da mitgenommen fühlt und wen die Themen wirklich interessieren, kommt nach Büsum vom 22. bis zum 24. Schleswig-Holsteiner haben eine Top-Demo organisiert. Wir wollen da ruhig und friedlich demonstrieren, wollen unsere Standpunkte den Ministern auf dieser Agrarministerkonferenz, unserem Cem Özdemir, unserem Bundesminister, nahelegen. Und irgendwann muss der Groschen mal fallen. Bei uns ist er gefallen. Wir denken in Generationen, wir denken weit voraus. Und wenn das alles so kommt, wie es da geplant ist, dann können wir eben zusperren. Exemplarisch, nochmal genannt, bei mir in der Region Eichelsee, das Mahnfeuer, mitten in einem großen Schutzgebiet. Und dieses Schutzgebiet ist aber so schützenswert, und das muss ich einfach nochmal hinten nachschieben, weil wir Bauern, wir Winzer, wir Forstwirte, das eben die letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte so geprägt haben. Deswegen ist dieses Gebiet schützenswert. Dort ist intensiver Ackerbau mit Zuckerrübe, mit Raps, mit Mais, mit Weizen. Und diese 22.000 Hektar sollen dann extensiviert werden. Pflanzenschutzmittelanwendungsverbot und so weiter. Das bedeutet für viele Betriebe das aus. Das würde aber auch für den nachgelagerten Bereich das aus bedeuten, wie zum Beispiel eine Zuckerfabrik. Und das nur ein Beispiel für das, was da oben verhandelt werden soll. Weiterhin oder noch mehr Lebensmittel zu importieren und sich abhängig zu machen von anderen Staaten, die Versorgungssicherheit und die Lebensmittelsouveränität einfach verspielen. Das lehnen wir ab. Und deswegen kommt mir nach Büsum, kommt zu den Mahnfeuern und an die Autobahnen. Macht's gut. Wir sehen uns. Servus.